Ja, herzlich willkommen, liebe Sabine, zu unserem spontanen Entschluss, einen Beitrag über Pornos zu drehen. Nicht zu drehen, sondern darüber zu sprechen. Dann legen wir mal los. Oh Mann. Ja gut, Anlass war ja etwas ganz anderes. Wir wollten uns über Pornografie unterhalten, weil du auf einen Artikel aufmerksam geworden bist. Welcher war das? Ja, und zwar gibt es in der Schweiz den Knopfloch. Genau. Knopfloch, genau. Und wir hatten ziemlich große Kanäle und gibt sich immer die Mühe, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und aufzuklären, und hat kürzlich einfach nur mal einen Spruch aus seinem Kanal veröffentlicht, nämlich: Wer Porno im Internet konsumiert, sollte wissen, dass es sich hierbei um psychologische Kriegsführung zur Demoralisierung der Bevölkerung handelt. Mit freundlichen Grüßen, Knopfloch. Ja, hat ein bisschen sehr für Wirbel gesorgt, als ich das auch geteilt habe auf meinen Kanälen. Und du hast es ja bei dir auch eingestellt, ne? Weil du es eingestellt hast, habe ich es eingestellt, weil mich das auch so fasziniert hat, wenn man eben halt darüber nachdenkt und der ganzen Sache auf den Grund geht. Oh ja. Ja, da kommt so viel zutage. Und ich habe mir aufgrund unserer Unterhaltung Gedanken darüber gemacht, wann ist das Ganze eigentlich entstanden? Wie konnte unsere Gesellschaft so degenerieren? Und wie war überhaupt die Entwicklung und der Ursprung der Pornografie? Also ganz zum Ursprung kommt man, weil Wissenschaftler, die lieben, behaupten, Pornografie sei das älteste Gewerbe der Welt. Ich konnte jetzt durch meine Recherche herausfinden, dass es tatsächlich die Hebamme war. Ja, und nicht die Prostituierten oder die Prostitution. Ja, es gibt tatsächlich sogar auch einen Film über das älteste Gewerbe der Welt, wo auch wieder behauptet wird, es sei die Pornografie. Wer weiß schon, was früher alles so war und ob das alles so stimmt, was die uns erzählen. Und da finde ich den Knopfloch auch wieder so fantastisch, um daran wieder anzuknüpfen, der so tiefgreifende Videos macht über unseren Ursprung und Babys, wo auf einmal die Vielzahl von Babys herkam. Dieses Video hat mich auch sehr fasziniert. Und er hat ja immer einen ganz anderen Blickwinkel. Ja. Und darum hat mich das so fasziniert, was er jetzt auch in puncto Pornografie gesagt hat. Und ja, wir beide wollen das Ganze mal ein bisschen beleuchten hier. Wobei mir gerade auffällt, dass wir da vielleicht dann auch nochmal verifizieren können zwischen dem, was du gerade sagst, ne? Das ist ja dann Pornografie schon bevor es das Internet gab. Und dass er sagt, dass Pornografie, also Pornos, wenn man die im Internet anschaut, dass das quasi die Kriegsführung ist. Dass da wohl noch ein Unterschied besteht, ne? Ist auch spannend. Ja. Wie würdest du den Unterschied definieren? Das ist eine gute Frage. Also ich würde zum einen den Unterschied mal darin sehen, wenn man sich in die virtuelle Anonymität sozusagen begibt, ist das ja gar nicht so anonym, wie man meint. Man muss ja Daten eingeben. Ich kenne mich mit diesen Portalen nicht aus. Gebe ich ganz offen zu, ich habe das noch nie ausprobiert, irgendwo im Internet auf ein Portal zu gehen, wo man sich dann Pornos anguckt. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass man sich bestimmt irgendwie registrieren muss. Also Ich habe mir bei der Recherche letztes Jahr schon mal in diesem Bereich einen schönen Virus eingefangen. Es gibt tatsächlich frei zugängliche Pornos, die man sich so angucken kann. Okay. Du musst dich nicht anmelden. Also theoretisch kann jedes kleine Kind aus Versehen auf so eine Pornoseite gelangen. Es gibt zwar eine Gesetzgebung dazu, die das verhindern soll, woran sich aber weder die Betreiber dieser Pornoseiten halten oder eben halt, dass man da so ein Auge drauf hätte. Aber man muss sich nicht wirklich registrieren, um an pornografisches Material zu kommen. Nicht wirklich. Okay. Aber nichtsdestotrotz hat man noch eine IP-Adresse oder so, oder? Ja. Dass es schon nachvollziehbar ist. Und dann denke ich mir einfach, dass ich ja auf jeden Fall mit meinen Energien da drin bin, mit der IP drin bin oder was auch immer, dass die KI
die das Ganze hier zur Verfügung stellt, wo man sich das rauszieht, dann auch einfach über die Energie, die man während des Anschauens verbraucht, missbraucht, sich ernährt. So bekloppt sich das vielleicht auch anhört. Das einfach ein ganz anderer Zugang ist. Du weißt nicht, wo landet meine Energie wirklich, wenn ich da in diesen Kanälen unterwegs bin. Das ist, wer ist da jetzt gerade noch? Oder ich tue mich da auch wirklich ein kleines bisschen schwer, das zu erklären, weil ich dann immer gleich den spirituell-energetischen Aspekt mit dahinter habe, weil wir ja nun mal auch aus ein bisschen mehr Sachen bestehen. Ob das nicht quasi wie Jupiter Ascendant sozusagen eine Möglichkeit ist, dass dort, wenn man sich die Pornos übers Internet anschaut, bereits die Möglichkeit besteht, es noch krasser abzuzapfen, als wenn man vielleicht ein Porno anschaut in der guten alten Videobox. Ob da vielleicht auch schon mal ein Unterschied ist. Weißt du, wie ich meine? Also, ich bin da bei dir, dass es eine Möglichkeit ist, um Energie abzuzapfen. Genauso wie man Energie abzapfen kann, wenn man Horrormeldungen teilt, wenn man geile Überschriften wählt und hier und dramatisch und die Explosion und da der Krieg, und das fordert immer so ein kleines bisschen Kraft von dir, immer deine Aufmerksamkeit, und die wird immer in diese Negativität gelenkt. Und genauso ist es mit diesen kalten Darstellungen von Pornos. Das ist ja nicht wirklich, man sieht ja schon, wie die Darsteller genau darauf achten, dass das entsprechende Körperteil bitteschön ganz genau in die Kamera schaut. Ja, aber das ist ja nicht, das hat ja nichts mehr mit Gefühlen zu tun. Das hat ja rein allein mit dem körperlichen Akt zu tun. Und ganz ehrlich, die Darstellung aus Pornos und die, so wie es wirklich ist, ja, und so wie Herr Professor, Moment, den habe ich mir rausgeschrieben. Nein, er ist kein Professor. Er ist Sexualwissenschaftler. Jakob Hasstöter beschreibt in seinem Video und sagt, definitiv muss man sagen, wer nichts über Sexualität erfahren will, der soll Pornos schauen. Sehr tiefgreifend. Und der Akt zwischen Mann und Frau, das ist was Heiliges. Ja, da geht es ja nicht nur um die Verbindung zweier Körper oder der gesamten Ahnenreihe, sondern es geht eben halt auch um die Energie, die im ganzen Feld eines Menschen umgeben ist. Ja. Und da kommen wir wieder dahin, wer hat dann Interesse, diese Energie abzuzapfen. Ich erinnere mich jetzt auch gerade wieder, wir haben doch vor knapp anderthalb Jahren mit dem Adolf mal diese Reihe gemacht, Liebe gleich Sexualität, Fragezeichen, wo wir ja auch schon darüber gesprochen hatten, ne? Was ist das denn eigentlich so? Und da fällt mir auch nochmal dazu ein, dass wir auch über die Kreativität des Aktes gesprochen hatten, was viele nämlich einfach völlig vergessen, dass zum Beispiel das sogenannte Sexualchakra, ne, nicht unbedingt mit der Sexualität zu tun hat, dieser Akt, sondern auch, wenn ich diese Energie einsetze, dass ich damit ganz andere Sachen ja gebären kann, ne? Also Projekte, wirklich was Gemeinsames an den Start bringen kann, wenn diese Energie da drin ist. Und klar, da haben sie auch natürlich einige Interesse daran, dass wir nicht in unserer Macht sind, in unserer Selbstermächtigung und damit etwas erschaffen fürs Große und Ganze, was ein bisschen mehr Wert hat, als man kocht mal kurz eben miteinander, ne? So sieht es aus. Nur sind sich ganz viele Menschen gar nicht darüber im Klaren. Der Akt ist nicht alleine dafür, ja, die Befriedigung der Gefühle oder der Gelüste oder eben halt zur Zeugung eines Kindes, sondern zur Erschaffung von Großem. Im Prinzip egal, was man machen möchte, wenn sich die Partner einig sind, können sie mit dieser Energie ja eine ganz neue Welt kreieren. Und wenn jeder Mensch wüsste, worum es dabei geht, überleg mal, was in was für einer wunderschönen Welt wir leben würden. Ja, ja. Aber weißt du, selbst da komme ich wieder auf das zurück, was Knopf noch sagt mit der psychologischen Kriegsführung. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wenn Wahlen sind, ne? Oder wenn in der Schweiz ständig diese Abstimmungsgeschichten immer anstehen, dann sind sich die Leute zwar mittlerweile immer mehr darüber einig oder können auch nachvollziehen, dass Wahlen nichts bringen, dass Abstimmungen nichts bringen,
weil das eh alles manipuliert ist oder man ja die Stimme in die Urne wirft oder die Four Corner Rules, also was da alles so ist, ne? Es tritt aber immer wieder die gleiche Frage auf. Ja, aber wenn wir das nicht machen, wie sollen wir denn dann leben? Und da habe ich jetzt auch so ein bisschen so das Gefühl, dieses, wenn die Leute schon verlernt haben, sich Gedanken zu machen, was für eine Welt sie leben wollen, in was für einer Welt sie leben wollen, was sie selbst erschaffen wollen, ob das auch mit dazu kommt, ist weit hergeholt eventuell, ich weiß es nicht, dass wenn ja die Sexualität schon so pervertiert worden ist, dass man da keine Fantasie mehr hat, ne, von alleine, dass damit auch in der psychologischen Kriegsführung abgeschaltet worden ist, dass die Leute noch in der Lage sind, anstatt mal hier zu Wahlurnen zu gehen, selbst ihre Welt zu erschaffen und noch zu wissen, was will ich überhaupt? Was für eine Zukunft kann man gestalten? Dass es sogar so weitreichend ist. Ich hoffe, dass wir den Menschen mit unserem Beitrag hier einen Denkanstoß geben können. Also es ist ja nicht nur die Gedankenkraft, die uns stark macht, sondern eben halt auch die Macht der Sexualität. Man kann damit heilen. Ja, man kann damit ja Berge versetzen. Um es Jesus mal zu zitieren. Ja, das ist die Macht, die uns innewohnt. Und was ich da halt einfach so schön gefunden habe, war, als ich vor kurzem auf den Kanal, auf den kleinen Kanal aufmerksam geworden bin, Tau der Liebe heißt der, glaube ich, auch. Der einfach mal sich damit auseinandersetzt, dass Sexualität oder der Akt an sich nicht bedeutet, kommen zu müssen, was ja auch bei vielen Frauen jetzt mittlerweile so über die Jahrzehnte gemacht worden ist, auch mit dieser Pornoindustrie. Boah, der Mann ist nur zufrieden, wenn er dann halt auch zum August kommt oder es muss immer was Besonderes sein, besondere A's, O's, Stellung und sonst wie. Dass es das gar nicht bedeutet, dass das wirklich einfach dieses Nein, komm mal davon ab, beschäftige dich einfach mal mit der Sinnlichkeit der ganzen Geschichte, beschäftige dich mit dem, was hier so ist, mit dem Genuss, den du da erleben kannst und dem, was daraus entsteht. Oder nimm dir überhaupt auch mal Zeit, nimm dir einfach mal Zeit für dich selbst, für deinen Partner, deine Partnerin. Und nicht dieses, schmeiß doch mal schnell ein Porno ein und mach mal hier einen kurzen Abspritzen to go. Ja, Konsum, Konsum, Konsum in jedem Bereich. Und deswegen fand ich auch ganz, ganz interessant, als jemand geschrieben hatte, als Reaktion, als ich diesen Spruch da veröffentlicht hatte, von wegen, ja, sowas kann ja nur von Leuten kommen, die in Beziehungen sind. Ne, schon mal so als Vorwurf, so von wegen, ihr seid wahrscheinlich gar nicht zufrieden genug mit der Sexualität, die ihr da erlebt. Also wollt ihr uns jetzt hier auch noch die Pornos wegnehmen? So in der Art. Bitte, bitte, Arme. Und das andere war von jemandem, der auch in der Partnerschaft ist, aber dann sagt, ja, aber Pornos sind doch nicht per se schlecht, sondern damit kann man doch dann sich Ideen holen, damit es nicht zu langweilig ist. Und ich lande immer wieder dabei, Leute, ihr habt Fantasie. Überlegt doch mal die Minnesänger von früher. Oder überlegt doch mal sinnliche Literatur. Also, wenn man schon das Gefühl hat, man hat es verlernt, dann fängt man doch vielleicht erstmal mit solchen Sachen wieder an. Dann spricht man miteinander, hey, ich wünsche mir von dir das, ich wünsche mir jenes. Einfach mal sich zu trauen, das auszusprechen. Ob der andere das dann mitmacht oder nicht, ist eine andere Sache, aber einfach mal drüber zu sprechen. Ne? Und Kopfkino wieder anschalten. Ich kann das nicht mehr leisten. Also, noch online weitergehen, der Gedanke. Auch wieder Knopfloch. Wenn man sich mal anguckt, die großen Bauten früher, die wir hatten, die wunderschönen Bauten, ne, auch so Jugendstil und was nicht alles, Renaissance. Und guck mal, wie die Bauten jetzt aussehen. Also, offensichtlich wird doch alles dafür getan, dass wir unsere Kreativität, unsere Sexualität, unsere Natürlichkeit, alles verlieren. Ja, das ist das Ziel. Damit wir zu emotionslosen Computerwesen werden. Die Agenda, die dort vorangetrieben wird und leider lassen es auch halt viele Menschen geschehen. Sie setzen sich nicht hin, sie malen kein Bild, ja, wo man selber schöpferisch sein kann. Es ist ja eigentlich auch egal, in welchem Bereich, ob es Schnitzkunst ist oder
ob es das Anbauen im Garten von Gemüse ist, wo man auch durchaus kreativ sein kann. Ja. Da fällt mir jetzt gerade die Blumenuhr ein. Zum Beispiel, dass man eine Blume beobachtet, wann blüht sie dann auf, wann schließt sich die Knospe. So kann man eine ganze Blumenuhr bauen. Und das sind so Dinge, die Menschen haben verlernt, sich die Zeit zu nehmen, die Dinge zu bewundern und sich damit zu befassen und sich reinzufühlen und einfach auch mal was auszuprobieren. Ja? Was passiert, wenn ich den Giersch stehen lasse? Was passiert dann? Ja, das sind auch die wenigsten, dass da richtig fette Blüte draus kommt, ne? Genau. Und genauso schön wie diese wunderschöne Giersch-Blüte blöd. So, jetzt habe ich es. Ja, genauso kann man alles andere auch zur Entfaltung bringen. Man muss es nur mal zulassen. Ja. Und lernen, über seine Gefühle zu sprechen. Oh ja. Ja, vor allem Männer, ne? Ja, wobei Frauen da bestimmt jetzt inzwischen auch so sind, weil wir einfach dahin gezüchtet sind durch Schule, durch die Arbeit. Wo redet denn noch jemand offen über, nein, das will ich nicht oder ja, das möchte ich, wo? Es hat ja gar keiner mehr die Möglichkeit, weil überall so ein Zwang herrscht, schon allein, um überleben zu können. Ja, oh ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz wichtig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt über ein Coaching, was ich zurzeit bekomme, was ich mit Traumatherapie unter anderem auch beschäftigt, erst wieder gelernt habe, meinem Körper die Erlaubnis zu geben, alle Gefühle zu fühlen. Ich hatte ein Verbot drauf, meine Gefühle zu fühlen. Einfach, weil ich sehr, sehr lange im Überlebensmodus sein musste. Ich war dazu gezwungen. Und das ist jetzt ein Training für mich, wieder zu trainieren, meine Gefühle zu fühlen. Mit Atmung, mit allem drum und dran und dabei in diesem Körper zu bleiben, dass das in Ordnung ist. Und dass dann manche Gefühle, die auch nicht schön sind, sogar verstärkt werden. Damit ich aber einfach wieder fühle, wie sich meine Gefühle anfühlen. Ja, das ist doch der erste Schritt dorthin. Und sich selber wieder kennenzulernen und dann auch den Partner neu zu entdecken. Weil man hatte ihn ja jetzt mit unter Umständen schon 20 Jahre an seiner Seite. Die ganzen Strukturen sind eingeschliffen, man funktioniert wie ein Uhrwerk. Und dann kann man sich selber mal wieder so Art ja, resetten und dann mal gucken, wo man so selber steht. Und muss man jetzt jeden Samstagabend um 8 Uhr duschen und um 20 Uhr ins Bett? Und oder was möchte ich wirklich? Möchte ich nicht lieber mit meiner Partnerin im Mondschein nach draußen gehen, einen schönen Spaziergang machen? Und ihr erzählen, dass ich sie liebe. Was danach passiert, ist ja offen. Ja. Aber es gibt echt nur noch wenige, ne? Die das so machen. Ich habe auch so komische Sachen drin zu stehen gehabt, die gemeint hatten, dass es nicht nur am Porno irgendwie liegen könnte mit dieser psychologischen Kriegsführung, sondern auch solche Geschichten wie Tinder heißt das, glaube ich. Ne? Ich gebe zu, ich habe es bis heute nicht ausprobiert. Ich habe es auch nur gehört. Na, voll der prüde Part. Ja, aber ich habe es einfach mitbekommen bei Freunden, dass die da sowas benutzen. Und ich denke mir dann immer so, nein, also ich weiß nicht, ich bin da so voll alte Schule. Ich möchte schon da nicht die Gefahr eingehen, jemanden zu erliegen, der es gar nicht ehrlich mit mir meint. Das ist, also da kann man so sehr meinen, dass man die Energie des anderen mitbekommt und genau weiß, ob er es ehrlich meint oder nicht. Das wissen wir doch bei uns selber manchmal gar nicht. Wir sind doch auch richtig gut darin, uns selber anzulügen. Also von daher finde ich auch da wieder, um die Bresche wieder zurückzubekommen mit der Pornogeschichte, dass ja auch das dazu beiträgt, dass wir weggebracht werden von solchen schönen alten Sachen, wie du gerade sagst. Ne? Dieses, hey, Schätzchen, lass uns doch heute Abend einfach mal schön am See sitzen. Ne? Das ist so, wer macht das noch? Ja, also ich schon. Und ich möchte auch gerne, dass jeder andere, der dieses Video hört und uns zugehört hat, sich die Zeit dafür nimmt, wieder zu fühlen, sich die Zeit für seinen Partner nimmt und auch für die Partnerfindung und sich auch so da reinfühlt, ja, old school, wie man es so schön halt nennt.
Weil das ist eine bessere Basis als nur, hat er ein Auto, hat er ein Haus, kann der Miete bezahlen, versorgt er mich gut und tausend Sachen, die eigentlich erst durch den Kopf gehen. Oder eben halt, welche sexuelle Orientierung hat der Mensch denn jetzt gerade? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das driftet ja auch immer weiter auseinander mit 72 Geschlechtern, ja? Ich sehe nur zwei. Tut mir leid. Also was ist denn da denn noch? Also alles ist... Und der Rest sind psychologische Krankheiten oder wer ist das? Ja, aber es ist unbegreiflich, wie man auf so eine Idee kommen kann, ja? Ja. Und damit möchte ich auch niemanden verurteilen, der sich jetzt vielleicht im falschen Körper fühlt oder so. Aber Geschlechter, rein spezifisch auf den Körper gesehen, gibt es nur zwei. Ja. Ja, ein Penis und eine Vagina. So ist das. Ja. Okay. Ja, was? Ich denke mal, aber auch das ist eben halt diese psychologische Kriegsführung, die Knopfloch angesprochen hat. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Ja. Es gehört alles komplett mit dazu. Komplett. Und weißt du, auch mit diesen ganzen Geschichten, ne, so Pornos und auch, was weiß ich, über Tinder und sonst die Partner zu finden. Es wird ja auch den Menschen, die Single sind, extrem schwer gemacht mittlerweile, überhaupt noch sich rauszutrauen. Ne? Bin ich noch on book, wenn ich oldschool bin? Wenn die sich Pornos anschauen und dann sich angucken und älter werden und sich so denken, oh Gott, will mich jetzt überhaupt einer noch? Oder weißt du, das ist ja krass, was damit alles angestoßen wird. Irgendwo. Ein Menschen, der natürliche Mensch an sich, wird dermaßen verunsichert, komplett, und macht selber die Latte im wahrsten Sinne des Wortes, höher und höher und höher. Ja. So dass es immer schwieriger wird, dann auch wirklich im realen Leben noch einen Gegenpart zu finden, der dann auch sagt, nee, du bist vollkommen in Ordnung und bitte zeig dich so natürlich, wie du bist, weil ich habe gar keine Lust auf höher, schneller, weiter. Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir jetzt im ersten Teil doch einfach schon mal so ein paar Gedanken mal ins Feld gebracht, wo der ein oder andere eventuell mal ins Grübeln kommt und vielleicht selber mal so schaut, was macht das mit mir? Was macht das mit anderen im Umfeld? Und dann können wir ja im zweiten Teil noch mal ein kleines bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ja, gerne, Sabine. Hast du wunderschön gesagt, jetzt auch zum Abschluss. Und ich freue mich darauf, wenn wir beim zweiten Teil in die Tiefe gehen. Ja, hab herzlichen Dank für dein Sein und für dieses tolle Interview. Dankeschön. Ich danke dir auch. Bis zum nächsten Mal.